Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World und ich bin's Jan. Und wir sehen jetzt gerade hier, uiuiui, es ist was passiert. Wir sind auf der neuen Strecke Ruhrsieg Ost in Train Sim World und einer hat dazu gerade berichtet, dass er. Oh, okay. Konnten wir nicht zu Ende lesen, aber irgendwas mit einem Baum ist passiert. Er ist gegen einen Baum gefahren, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit auf nicht mehr als 40 km/h und fahren Sie vorsichtig an dem umgeschützten Baum vorbei. Also, okay. Ähnlich hatten wir es, glaube ich, auch. War das sogar auch auf Ruhrsieg Nord? Oder heißt das überhaupt Ruhrsieg? Das andere auf jeden Fall, ne? Ruhrsieg, ne? Dingsbums, ne? Was von Siegen nach Hagen, glaube ich, führt, ne? 45 km/h sollen wir. Ach, oder 40 km/h sollen wir. Fahren. Ja, machen wir natürlich irgendwie auch so, ne? Super. Aber wir fahren ja gerade mit 1% Gefälle runter. Müssen wir doch achten, dass wir wirklich nicht zu schnell fahren. Aber wir sehen sowieso nichts, das ist ein bisschen schade. Also wie gesagt, man kann die Helligkeit nicht verstellen, es geht nicht. Es geht aber nicht. Merke ich ja schon seit 2 Folgen, wir sind jetzt in der 3. Folge dieses neuen DLCs. Ansonsten die Strecke, wie gesagt, also ich habe mich super drauf gefreut, fast schon am meisten quasi. Das Einzige, also was halt wirklich noch groß fehlt, ist irgendwie die Hochgeschwindigkeitszüge. Wir fahren zu schnell, benutzen sie. Alter. Ernsthaft. Genau, aber auf jeden Fall, es gab schon mal so ein Szenario, wo ein anderer Zug auch in einen Baum gefahren ist. Wieso kann man nicht selber mal in einen Baum fahren? Klar, geht dann nicht weiter, aber. Wäre doch auch lustig. Also, was heißt lustig, aber. Szenario, wo man quasi, oh nee, das wollte ich nicht, wo man quasi selber in einem Baum fährt und dann, oder gerade so noch vorher bremsen kann, das wäre ja mal mega cool. Ey, dass es hier jetzt diese doofe Bemerkung so direkt bei 41 km/h gibt, dass man zu schnell fährt, finde ich ein bisschen lächerlich. Dass dann direkt hier der ganze Bildschirm blinkt und alles Party macht. Und man, ah, da ist der andere Kollege. Warte, war da schon, ah, da war er gerade schon irgendwie, man sieht nichts. Sie sind auch Pylonen aufgestellt. Und, ah. Das Licht natürlich auch voll in die falsche Richtung, mehr oder weniger. Naja. Alter, piept das laut. Also. Ich weiß nicht. Ja, sie fahren zu schnell. Was soll diese Blinkerei? Sie sind doch schon dran vorbei. Ich meine, klar, hier kann noch was kommen. Dürfen wir jetzt wieder beschleunigen? Ich würde sagen, ja. Okay, das Spiel meckert also auch nicht mehr so extrem. Machen wir das. So, wir sollten eigentlich schon da sein, aber klar, ich meine, wir hatten vorher schon ein bisschen Verspätung und das hätte es natürlich auch nicht dafür gesorgt, dass wir unbedingt schneller sind. Eher im Gegenteil. Ups. So, und jetzt nochmal bei über 100 km/h die Bremsen austesten. Wie ist es hier? Wie läuft's? Jetzt machen wir das mal wirklich hier bei 450 oder so bremsen. Haben wir schon wieder das nächste rote Signal vor uns. Okay. In 3,3 Kilometern haben wir den nächsten, ja, Halt aufgrund von einem Hauptsignal. Da haben wir jetzt natürlich auch noch meinen neuen Kollegen, der halten muss. Da geht es jetzt auf der Fahrtseite natürlich erstmal nicht weiter, ist klar. Wenn er vorne in einem Baum gefahren ist, dann ist da jetzt erstmal Halt. Muss die Feuerwehr wahrscheinlich anrücken. So, ah, wir stehen. Nein, wir stehen. Das ist doch ein Skandal mit dieser Bahnschaltlänge, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Diese paar Meter, Alter. Ganz ehrlich. Man sieht es ja auch nicht, wenn man es sehen würde, aber man sieht, das Spiel ist so dunkel, ich sehe da, also, man sieht es ja nicht unbedingt früh, dass da hinten an der Bahnsteig zu Ende ist. Also man muss, ich muss hier die Bremse, die Zuglänge, alles mögliche muss ich ja noch kennenlernen. So, zack, Türen verriegeln. Bis jetzt ist es quasi eine Katastrophe, mehr oder weniger, nur dass wir hier noch nicht in den Baum reingefahren sind. Das ist quasi gut gegangen.
bis dato. So. In 1,4 Kilometern der nächste Halt, in 3,0, 2,9. Das ist Hauptsignal auf Rot. Fahrt ist da, geht da nicht weiter für uns. Aber wir haben bis jetzt von der Zentrale noch keine weiteren Neuigkeiten über Wetterschäden oder irgendwas. Vielleicht ist einfach, wie gesagt, einfach nur der Streckenabschnitt vor uns, weil da irgendwie ein Zug, keine Ahnung, irgendwas kann ja sein. Gucken wir mal. Das sehen wir gleich nur noch. Jetzt versuche ich mal wirklich so einen perfekten Halt irgendwie hinzubekommen, sodass wir wirklich weit vorne halten. Aber das braucht immer natürlich auch ein bisschen Zeit. Die haben wir nicht. Aber wenn die letzten eine. Ja, meistens ist ja nur eine Tür, die irgendwie blockiert ist, so ein bisschen. Aber das ist natürlich auch schon doof. Eins, zwei, hier, guck mal, die. Stopp, Alter, das ist so krass. Um 5.34 Uhr. Das kann doch nicht wahr sein, dass hier wirklich um 5.34 Uhr. Jeder Bahnhof jetzt schon eine Bahn steht. Also, da, also viel. Gut, ich merke ja jetzt gerade, wo ich eigentlich gesagt habe, dass ich das gut finde. Weil ich ja gesagt habe, okay, es kann ein bisschen mehr Verkehrsaufkommen sein, auch wenn es nicht ganz realistisch ist. So, habe ich ja auch schon mal gesagt. Alter. Ne, und genau das ist jetzt gerade, und da fange ich schon wieder an zu merken. Das, gut, nehme ich das zurück. Aber natürlich, klar, also, es ist jetzt schon ein bisschen fast too much. So, wenn man es so sieht, weil natürlich um 5.35 Uhr, dass jeder Bahnhof da dann schon eine S-Bahn feststeckt, weil sie nicht weiterfahren können. Das ist natürlich schon so ein bisschen, boah, crazy. So, also ich glaube, das hier ist jetzt tatsächlich diese Nebenstrecke, ne, mit der S-Bahn. Aber hier sind ja auch Bahnhöfe zwischendurch gewesen, haben wir auch gesehen hier zum Beispiel. Weil ich würde sagen, da fährt dann wahrscheinlich mehr so der Güterverkehr auch lang. Ja, sieht man auch, glaube ich, kann man hier so ganz gut dran erkennen, dass es wahrscheinlich so sein wird. Hier natürlich, ja gut, das ist eine kleine. Oh. Okay. Das war's. Ja, ich sag mal, Story-Szenario. Naja, also, dass man einmal quasi abbremsen muss und da das Spiel dann auch noch so aufdringlich ist, dass man das auf jeden Fall macht, damit, also, weiß nicht. Ja, alles für ein Story-Szenario dann doch schon ein bisschen low, würde ich sagen. Also die Story, also es war bis jetzt immer richtig, also das sind Train-Simulator, Custom-Szenarien und so, da weiß man, es kann cool sein, es gibt echt coole Szenarios so. Aber in Friends in World, da ist so viel möglich. Und es ist meiner Meinung nach so schlecht bis jetzt immer gemacht. Also, da kann man eigentlich so viel machen. Und das war. Wenn das eine ganz normale Fahrt so mehr oder weniger wäre, dann wäre es okay. Aber für so Story, die anderen wären wahrscheinlich noch. Das war wahrscheinlich schon das spektakulärste, weil umgefallener Baum, oh mein Gott. So mehr oder weniger. Wobei, ich habe gesehen, vielleicht brennt auch irgendwann mal was. Aber mal gucken, ob das quasi dann noch spektakulärer wird oder ob dann auch nur irgendwie was brennt, aber wir damit eigentlich dann doch nichts zu tun haben. Mal gucken. Also das ist quasi jetzt meine erste Kritik so mehr oder weniger. Wie gesagt, ich bin immer ja so ein bisschen kritisch dabei. Aber ich würde es ja nicht spielen, wenn es mir keinen Spaß machen wird. Aber klar, man gibt ja auch eine Kritik, weil man das Ganze mag und weil man hofft, dass es sich verbessert. Ne? Das ist ja die ganze Sache. Es soll ja sich ja verbessern und deswegen gibt man die Kritik. Genauso wie ihr das machen könnt. Ihr könnt auch Kritik in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich immer sehr darauf. Positive sowie auch negative. Und ich versuche mich natürlich auch immer weiter zu verbessern. Genauso wie ich hoffe, dass das Spiel sich natürlich auch immer weiter verbessert. Also, checkt es ab. Zum nächsten Video kommt ihr natürlich auch ja noch auf der rechten Seite, soweit das draußen ist, und natürlich auch zur Playlist. Lasst eine Bewertung da und natürlich könnt ihr das Ganze auch noch abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Haut rein. Ciao.